Sonne, Strand und SUVs. Wir sind in Dänemark, genauer gesagt ganz im Norden, in Nordjütland, weil man hier auf diesen Traumstränden kilometerlang mit den Autos fahren kann. Finden wir toll. Aber darum geht es nur am Rande. Im Mittelpunkt stehen diese drei Kompakt-SUVs. Brandneu der Hyundai Bayon, facegeliftet der Seat Arona und ebenfalls brandneu der Toyota Yaris Cross. Und bevor ich die Autos fahre, mal ein paar Details. Der brandneue Toyota Yaris Cross basiert auf dem normalen Yaris, hat aber äußerlich fast nichts mit ihm gemein. 25 mm höher trägt er knuffigen Offroad-Look, ohne ein echter Geländewagen zu sein. Allerdings verfügt er als einziger der drei auf Wunsch über einen Allradantrieb. Ein kleiner Elektromotor an der Hinterachse hilft in kniffligen Situationen. E-Motor und Dreizylinder vorn liefern 116 PS Systemleistung. Innen ist ausreichend Platz für vier Erwachsene und in den Kofferraum passen dann noch fast 400 Liter. Die Preisliste beginnt bei 22.000 Euro und unser voll ausgestatteter Allradler kostet gut 30.000 Euro. Der Hyundai Bayon ist ebenfalls komplett neu und hat irritierenderweise das gleiche Format wie der weiter angebotene Kona, ist aber deutlich günstiger. Ihn gibt es schon ab 16.790 Euro und er macht damit gleich mal Punkte als preiswertestes Auto im Test. Unser Auto wird von einem 120 PS starken Dreizylinder-Benziner angetrieben, der dank einer Extrabatterie mit 48-Volt-System rekuperiert und zugleich Zusatzpower beim Beschleunigen liefert. Innen reicht der Platz für vier und in den Kofferraum passen 334 Liter. Das kleinste Ladeabteil hier im Vergleich. Hier punktet dagegen der Seat Arona, in den bei normaler Stellung der Sitze 400 Liter passen. Ansonsten ist der Vertreter des Volkswagen-Konzerns hier in der Runde ein alter Bekannter, der jüngst aber stark überarbeitet wurde. Vor allem innen glänzt er jetzt mit Digital-Cockpit und viel Konnektivität. Vorne werkelt der bekannte TSI-Dreizylinder-Benziner mit 110 PS. Preislich liegt er auf dem Niveau des Hyundai und startet bei 19.290 Euro. Unser top ausgestatteter Experience ist mindestens 23.950 Euro teuer. So, jetzt geht's los. Der Arona, von außen nicht viel neu, aber innen drin. Ich bin das Auto selber über einen längeren Zeitraum auch privat gefahren, bin hier eingestiegen und dachte, wow, das ist ein ganz anderes Auto, ist alles neu. Materialien sind, wow, kann man so machen, aber auf jeden Fall alles sehr funktional. Achtung jetzt hier, kleine Hindernisse in Dänemark in jeder Straße, damit die Geschwindigkeit reduziert wird. Filterungskomfort, prima, kann man nichts gegen sagen. Lenkung einwandfrei, aber toll ist innen drin, wie das alles gemacht ist. Da hat tolle Ambiente, Beleuchtung, das guckt man einfach gerne an. Sehr schönes Auto für wenig Geld. So, unterwegs im Hyundai Bayon. Am Anfang habe ich mich gefragt, wie das Auto denn ausgesprochen wird. Hyundai sagt Bayon, nicht Bayon oder ähnliches. Von allen dreien fährt sich das unspektakulärsten. Reinsetzen, passt. Alles. Das ist wirklich extrem intuitiv, klasse Lenkung. Noch ein Tick bessere Schaltung als im Arona. Die ist auch schon gut im Arona, aber die ist noch ein Tick besser. Alles sehr aufgeräumt hier. Die Materialien sind okay. Das ist okay. Aber wir reden über ein Auto, was du für unter 20.000 Euro bekommen kannst. Also dafür ist das alles unglaublich ausgereift. Übrigens wussten Sie schon, dass man mit diesen Autos auch fliegen kann? Sehen Sie selbst. Sie sind die wahren Könige der herrlichen Strände in Nordjütland, die Kitesurfer. Und wagemutig wie Kite nun mal sind, stand schnell fest, wir hängen einen von ihnen ran an die Autos und schauen, wie er hochkommt. Auch wenn auf dem festen dänischen Sand kein Allrad nötig ist, nehmen wir den Toyota. Sicher ist sicher. Geht es los. Sanft beschleunigen und die richtige Geschwindigkeit finden lautet die Challenge.
Nach mehreren Anläufen klappt es dann. Keiter Rasmus hebt ab. Operation gelungen, Keiter fliegt. Ja, unterwegs im Yaris Cross. Und wie fährt er sich nun? Naja, ich sag mal, als erstes typisch Toyota Hybrid. Das Auto beim Beschleunigen durch dieses stufenlose Getriebe, da dreht ihm erstmal hoch. Das ist irritierend für den ersten Moment. Beschleunigt dann aber ordentlich. Man hat sich auch sehr schnell dran gewöhnt. Das ist auch nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war. Aber man muss sich beim Umsteigen dran gewöhnen. Ansonsten alles seriös gemacht, gut gemacht, schöne Materialien. Schönes Textil hier in den Türen, auch in den Sitzen, das ist top gemacht. Lenkung ist prima, das Auto fährt sich sehr, sehr angenehm, sehr unspektakulär, so wie es sein soll. Fazit: Der Seat ist nach dem Facelift in Sachen Konnektivität und Assistenzsysteme auf der Höhe der Zeit und bleibt trotzdem bezahlbar. Der Toyota hat den sparsamsten Motor und sogar Allrad, lässt sich das aber ordentlich bezahlen. Und der Hyundai kann alles gleich gut, punktet in jeder Disziplin und schert sich damit den Titel des besten Allrounders. So, das war's. Drei unterschiedliche Autos mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Hoffentlich war für Sie was dabei. Wir machen Schluss. Bis zum nächsten Mal.